Abend. Na, da haben auch die Bullen gestern durchaus mal einen richtigen Antritt gestartet und sind also dann auch über die Widerstandsmarken, die ich am Montag nochmal gezeigt hatte, bei 13.300 bis 13.325 herum, ziemlich gut drüber gekommen. Das sah eigentlich so aus, als ob die Bullen jetzt tatsächlich die Attacke auf höhere Ziele ansetzen konnten. Allerdings währte die Freude oder die Kraft der Bullen nicht lange und dann ging es wieder zurück in alte Gefilde und heute hatte dann der DAX sogar ja, fast Probleme, dann irgendwie die 13.150 noch zu verteidigen, nachdem er aber auch wieder am Vormittag erstmal versucht hatte, nach oben zu kommen. Allerdings war diesmal schon so bei 13.220, 13.230 Feierabend, also so richtig weit ging es nicht. Ist also alles eine nach wie vor ziemlich wackelige Kiste. Inzwischen durchaus auch beim Dow Jones. Die Bullen tun sich auch ziemlich schwer, die Märkte durchaus noch freundlich. Trotzdem die gute Konjunktur, die auch heute wieder an den US-Daten durchaus abzulesen war, die fördert bei den Marktteilnehmern immer mehr die Angst, dass die Zinsen schneller steigen könnten als erwartet. Es sieht nämlich ein bisschen danach aus, dass die Konjunktur vielleicht überhitzt und dann muss die Fed schneller handeln, um dann letztendlich auch eine überhitzende Wirtschaft sorgt dann eben auch in der Regel für eine ziemlich zügig ansteigende Inflation. Das könnte also durchaus die Bullen, den Bullen noch die Freude nehmen. Die EZB hat heute versucht, mit mehreren Notenbankern zu intervenieren verbal. Allerdings waren diese Wortmeldungen unter anderem von Ewald Nowotny und auch vom französischen Notenbankchef, wenn ich mich richtig erinnere, von ziemlich mäßigem Erfolg. Immerhin, der Euro ist ein bisschen zurückgekommen. Aber insgesamt bleibt eben auch der Greenback weiter unter Druck, der US-Dollar deswegen vor allem auch unter Druck, weil bis zum Freitag wieder mal ein Kompromiss gefunden werden muss im Kongress, um die Schuldenobergrenze irgendwie, ja, oder zumindest die Entscheidung dafür, ein bisschen weiter hinauszuschieben. Zurzeit versucht man also einen Kompromiss zu finden, der es erstmal wenigstens möglich machen würde, dass die Regierung handlungsfähig bleibt bis zum Februar. Ansonsten heißt es nämlich am Sonnabend spätestens Shutdown und also Regierungs-Shutdown, Regierungsstillstand. Dann kann Donald Trump nichts mehr ausgeben. Nun ja, ist vielleicht auch nicht schlecht. Wer weiß das schon, denn eigentlich müssen die USA sparen. Das zumindest meint die chinesische Ratingagentur Dagong. Die haben nämlich die USA gestern abgestuft von A- auf BBB+, Ausblick negativ. Und damit ist die US-Kreditwürdigkeit in China mittlerweile niedriger als die von Kolumbien. Naja, die Begründung war, dass die US-Schulden die nächste Finanzkrise auslösen könnten. Die Zinsen steigen und der dadurch entstehende Schuldendienst könnte die Handlungsfähigkeit der US-Regierung außerdem ziemlich stark einschränken und die Zahlungsfähigkeit eben auch beeinflussen. Das glaube ich ehrlich gesagt eher nicht. Aber das Problem bei der ganzen Geschichte ist, wenn die Schulden so extrem steigen, werden auch die Zinsen steigen. Das stimmt schon. Und es gibt ja viele Länder auf der Welt, die nicht besonders reich sind und sich heillos in US-Dollar verschuldet haben. Und wenn jetzt der US-Dollar, wenn da die Zinsen jetzt deutlich steigen für die US-Dollar, das würde dann für diese Länder bedeuten, dass sie ihre Schulden nicht mehr zurückzahlen können. Also die Zahlungsfähigkeit, die Zahlungsunfähigkeit droht, glaube ich, nicht in den USA, sondern in Ländern, die sowieso nicht auf Rosen gebettet sind. Und das könnte tatsächlich ein großes Risiko werden. Von der Warte aus, ja, ich glaube nicht, dass die USA demnächst zahlungsunfähig sind, weshalb also das Rating wohl eher politisch zu sehen ist, denn die Chinesen hatten, es gab ja Gerüchte, dass die Chinesen keine Staatsanleihen aus den USA mehr kaufen wollten, was dann zwar dementiert worden ist, aber jetzt haben die Chinesen auf alle Fälle einen schönen Grund, keine Staatsanleihen mehr aus den USA kaufen zu müssen, weil ja die eigene Ratingagentur gesagt hat, na, das ist keine gute Idee. Ja, auf alle Fälle, sage ich mal, ist die Entscheidung von Dagong demzufolge für die chinesische Regierung eine schöne. Ob die chinesische Regierung da vielleicht ein bisschen auch mitgeholfen hat oder nicht, wir wissen es nicht. Also spekulieren wir auch nicht weiter, sondern schauen auf die Daten von gestern und heute.
Die sahen so aus, die NY Empire State Herstellungsaktivität aus den USA hätte ich rot machen müssen, 17,70, ein bisschen schlechter als erwartet eigentlich. Die Industrieproduktion, grün ist richtig, 0,9%. Und das hat zum Beispiel dann auch wieder eben ein bisschen Angst bei dem einen oder anderen Anleger eben verursacht. Dann habe ich mal ein paar Verbraucherpreisindizes mitgebracht, von gestern aus Deutschland noch 1,7% zum Vorjahr, ein bisschen niedriger als im Vormonat, aber nach wie vor in der Nähe des EZB-Zielwertes hier eigentlich, aber Italien zum Beispiel 0,9%, dagegen Österreich 2,3%, und das machte dann heute in der Eurozone 1,4%. Der Kern-VPI allerdings, also ohne Lebensmittel und Energie, 0,9%. Also dass die EZB die Zinsen demnächst mal anhebt, also wer sowas behauptet, ja, weiß ich auch nicht. Also ich kann es mir nicht vorstellen. Wird wohl weiterhin sehr locker bleiben, die Geldpolitik. Was eben passieren kann, ist tatsächlich, dass im September, Oktober, also ab Oktober dann die Anleihekäufe komplett wegfallen. Aber ob das schon ausgemachte Sache ist, das sei mal dahingestellt. Wenn der Euro weiter deutlich steigt, dann wird sich die EZB das sicherlich mit der nochmal überlegen müssen und vor allem etwas anders kommunizieren müssen. Wir sehen hier im DAX, dass wir gestern diesen kurzfristigen Abwärtstrend, den ich am Montag eingezeichnet habe, überwunden haben und dann eben doch, ja, naja, es war schon eine komische Bewegung, muss man sagen, ne? Die erste grüne Kerze ist schön, danach kommt eine Kerze, wenn man das ganz genau sieht, die besteht eigentlich nur aus Docht. Da ist also der Markt durchaus schon mal an die Wolkenoberkante da gelaufen bei ja, so knapp 13.300 und ist dann aber eben auch zügig wieder zurückgekommen. Der zweite Ausbruch hat dann aber funktioniert, ist über die 13.300 gekommen. Nach der ersten roten Kerze, dann von 13.350, gab es nochmal einen leichten Gewinn, aber eben auch nicht so richtig und so. Und dort hätte man eben dann auch nicht einsteigen dürfen, weil die grüne Kerze, die hätte schon über die rote Kerze wieder gehen müssen. Dann wäre es, denke ich, das Signal zum Ausbruch gewesen. So kam dann wieder eine rote Kerze und wir sind dann schnell wieder unter die 13.300 gefallen, haben die Unterseite angegriffen. Wir sind dann unter die 13, unter das vor Wochen Tief bei 13.148 gefallen. Das war schon ziemlich gefährlich, aber wir haben uns oder der DAX hat dann letztendlich diesen Abwärtstrend als Unterstützung genommen. Das war dann durchaus noch legitim. Von der Warte aus hatten die Bullen da nochmal Glück, würde ich sagen. Es gab dann heute nochmal den Versuch eines Ausbruchs, aber da sind wir nicht weit gekommen. Im Prinzip sind wir dann bis zum Kijun gekommen. Und zwar bei 13.245, viel weiter ging es dann eben heute nicht und dann ging es wieder ja, in den Bereich des gestrigen Tiefs herunter. Interessant wäre heute noch gewesen, rot eingekreist schon mal da bei 13.095 Punkten, die Kreuzung da an der blauen Unterstützungslinie und dem, wo dann eben letztendlich dieser grüne Abwärtstrend diese Linie gekreuzt hat. Das wäre also durchaus vielleicht nochmal charttechnisch interessant geworden, ist heute noch nicht passiert. Aber insgesamt ist das Ganze hier dann doch schon ziemlich bärisch einzuschätzen jetzt, denn wir haben auch das, wir sehen auch, wie gesagt, dort wo der obere rote Pfeil ist, da ist der Kijun zurzeit, die orangefarbene Linie bei 13.245, der blaue Tenkan, den sieht man, denke ich, ganz gut, die blaue Linie aus dem Ichimoku. Über der letzten grünen Stundenkerze zum Beispiel. Also die liegt unter dem Kijun und zwar deutlich. Und also insgesamt ist das jetzt hier nicht wirklich ein bullisches Bild, muss man mal so sagen. Im Euro-US-Dollar, ja, da hält die 1,20 eigentlich ganz gut. Also für meine Begriffe ist die Unterstützung nach wie vor so 1,2190 bis 1,2170. Aber vom Hoch von gestern. Oder heute Nacht, wo wir mal kurz über 1,23 waren, sind wir doch wieder deutlich zurückgekommen. Wir sind auch hier unter den orangefarbenen Kijun gelaufen wieder. Und vor allem ist auch der blaue Tenkan wieder, hat er den Kijun nach Süden gekreuzt. Das sind eher bärische Muster. Aber wir sind noch in der Wolke drin. Noch ist nicht so viel passiert. Kommt der Euro hier wieder über die 1,2060, dürften das jetzt sein, über den Kijun also. Dann können die Bullen hier durchaus weiter antreten und auf der Unterseite, ja, wie gesagt, wir müssen erstmal hier durch die Unterstützung durch, dann könnte es natürlich noch ein bisschen tiefer gehen. Schauen wir auf den Dow Jones. Der Dow Jones gestern deutlich korrigiert mal.
Da haben einige schon den Weltuntergang wieder gezeichnet. Das ist wirklich völlig übertrieben. Wir sehen das dann gleich im Daily Chart auch. Aber es war schon eine ordentliche Korrektur von fast 400 Punkten. Das war schon mal nicht zu verachten. Ichimoku dann natürlich auch erst einmal eher bärisch, das Muster. Aber wir sind in der Wolke stecken geblieben und haben uns dann heute wieder erholt. So schlecht sieht das also noch gar nicht aus. Trotzdem ist ja sicherlich Vorsicht angesagt. Da, wo wir gestern hin korrigiert haben, nämlich auf die 25.700, gut, da dürfte jetzt die erste Unterstützung zu finden sein. Und der Tenkan hat aber heute eben wieder den Kijun nach Norden gekreuzt. Von der Warte aus dürfen die Bullen durchaus hoffen, dass es oben doch nochmal weitergeht und sich vielleicht der Dow Jones doch noch über der 26.000 etabliert. So ganz sicher ist das aber nicht zurzeit. Dass wir übergeordnet weiterhin sehr, sehr bullisch unterwegs sind, das sieht man allerdings im Daily Chart. Das Chartbild hier ist auch weiterhin natürlich noch wenig, jetzt sage ich mal, beeinflusst von dem, was da gestern und vor allem gestern passiert ist. Wir sehen ja auch, gestern gab es dann eben mal eine ganz kleine Korrektur, die im Daily Chart durchaus sehr heftig aussieht, aber wenn man das jetzt hier im Daily Chart sieht, sieht man, es war eigentlich nicht so viel los. Zurzeit ist zu der Zeit, zu der ich diesen Chart hier vorbereitet habe, also 5:45 abends, war die grüne Kerze heute auch ein bisschen länger als die rote Kerze von gestern, der Kerzenkörper. Das könnte also durchaus bedeuten, dass wir hier schon wieder eine Umkehr bekommen und dass das ganze Bild eigentlich eher bullisch bleibt. Was durchaus rechtfertigen würde, dass wir eine Korrektur hier mal bekommen, das ist der große Abstand der Kurse zur Wolkenoberkante. Also wir sind hier klar überkauft irgendwie, das muss man mal sagen. Ich habe hier mal ein paar Linien rausgezogen. Dann sieht man die Skala besser und da sehen wir, dass die Wolkenoberkante zurzeit bei 24.000 ist und eine Korrektur bis dahin wäre ja nicht bärisch irgendwie, ne? Denn wenn wir, das ist ja das erste Gesetz des Ichimoku, ist immer noch, dass wenn ein Kurs über der Wolke ist, ist es immer noch bullisch und alles, was da passiert, das sind dann letztendlich Korrekturen, die passieren eben, aber das wäre jetzt kein Umkehrmuster in dem Sinne. Also von der Warte aus, da jetzt eine große Panik reinzudichten, das ist dann schon ziemlich schwierig. Wir schauen nochmal schnell zurück auf den DAX. Da sehen wir nämlich, und das macht eben die Bewertung für den DAX relativ schwierig. Wir hatten ja im Stundenchart gerade gesehen, dass der DAX da doch eher bärisch ist. Aber im Daily Chart hat er noch kein bärisches Muster unbedingt erreicht. Hier sehen wir beispielsweise, dass der blaue Tenkan noch nach Norden zeigt. Wir sehen auch, dass der Kurs über der Wolke ist, nach wie vor ganz klar. Und der Kijun, der liegt zurzeit gerade bei, jetzt muss ich direkt mal gucken, 13.095 eben. Da haben wir auch die Wolkenoberkante. Also die 13.095, die könnte wirklich eine wichtige Marke nochmal werden. Brechen wir da durch, dann brechen wir eben auch durch die Wolke durch. Bei 13.034 liegt die so. Dann könnte es eben dann doch ein bisschen schwierig werden, ne? Aber zurzeit, wie gesagt, ja, es ist zurzeit, muss man ein bisschen Geduld haben. Ne? Man kann sicherlich so kurze Bewegungen mal mittreten oder so, aber dass man jetzt hier sagen kann, hier ist der ganz große Trend. Der ganz große Trend ist, dass der Aufwärtstrend nach wie vor intakt ist. Aber es kann natürlich eine Umkehr stattfinden. Das kann man nicht ausschließen. Der hellblaue Nachläufer übrigens auch noch über den Kursen. Der S&P 500, wollen wir auch nochmal schnell drauf schauen. Auch der hält sich eigentlich so ganz gut, hat dann gestern eben auch mal ordentlich korrigiert. Heute sieht das Ganze auch gar nicht mal so schlecht aus, allerdings nicht ganz so bullisch wie jetzt im Dow Jones im Stundenchart, denn der blaue Tenkan, der bleibt hier erst einmal unter dem Kijun und wartet erstmal ab, ob das Wetter noch ein bisschen besser wird. Wir waren hier gestern schon mal unter der Wolke im Stundenchart, sah also nicht ganz so schön aus. Was gab es ansonsten für Daten heute aus und gestern natürlich aus Kanada? Gab es heute eine Zinsentscheidung, Zinserhöhung, das war so erwartet worden. Es hat viel Volatilität gegeben im US-Dollar, kanadischen Dollar, das werden wir dann gleich sehen. So richtig viel Bewegung hat es dann aber am Ende in der Endabrechnung doch nicht gegeben. In Großbritannien Verbraucherpreisindex 3%, das ist ein bisschen niedriger als da noch im Monat davor. Erzeugerpreisindex deutlich niedriger.
könnte dafür sprechen, dass der Preisdruck in Großbritannien vielleicht ein bisschen nachlässt. Trotzdem hat das britische Pfund heute ordentlich zugelegt. In Japan Industrieaktivitätsindex für den Tertiärsektor sehr gut und in Australien waren die Daten so schlecht auch nicht. Das Konsumklima zwar schlechter, aber immerhin positiv. Naja, kann man jetzt nicht so meckern. Schauen wir gleich mal auf den Looney, auf den US-Dollar, kanadischen Dollar also und sehen, also insgesamt war die ganze Veranstaltung um die Zinserhöhung herum dann letztendlich durchaus eine Seitwärtsangelegenheit. Aber wir haben hier schon ordentlich Ballett gesehen. Wir waren im Hoch also über der 1,2530. Im Tief waren wir bei 1,2370, sind 160 Pips. Das ist nicht von schlechten Eltern, aber insgesamt, sage ich mal, ist im Chart gar nicht so viel passiert, würde ich jetzt mal sagen. Im Daily Chart sehen wir übergeordnet weiter Abwärtstrend und wir haben hier nach wie vor die Chance, dass wir hier weiter Richtung Süden ausbrechen. Wer das natürlich heute irgendwelche Trades gehalten hat in diese Volatilität hinein, ja, der hat es eigentlich ziemlich einfach, heute ausgestoppt zu werden, obwohl er vielleicht am Ende im Trend trotzdem nach wie vor richtig liegt. Insgesamt muss man sagen, dass US-Dollar, kanadischer Dollar zurzeit jetzt nicht mehr übergeordnet sicherlich weiterhin bärisch ist, aber zurzeit eben auch durchaus eine Stabilisierung stattfinden könnte und vielleicht dann doch nochmal auf der Oberseite probiert werden könnte, dass man Richtung 1,2635 kommt. Da liegt zurzeit auch der Kijun, die orangefarbene Linie. Das wäre also der erste ernstzunehmende Widerstand. Über dem vielleicht vor Wochen hoch bei 1,2585 Euro kanadischer Dollar. Auch viel Volatilität heute, ja im Prinzip 200 Pips sogar. Also da war richtig was los heute. Und ja, wir bleiben aber erst einmal ein bisschen hier über der Wolke durchaus. Also der Euro scheint hier durchaus sich behaupten zu können. Wichtige Unterstützung dürften die 1,5150 sein. Dass die in der volatilen Zeit heute mal gebrochen worden ist, naja, das passiert dann eben, ne? Das hat aber jetzt charttechnisch erstmal keine so ganz große Relevanz. So können wir also weiterhin auf der Oberseite durchaus die 1,5370 erreichen. Da spricht jetzt vom Chart her zumindest nicht so viel dagegen, zumal wir hier im Daily Chart eben sehen, dass der blaue Tenkan den Kijun gerade nach oben kreuzt, was ein weiteres bullisches Zeichen wäre. Auch der hellblaue Nachläufer ist über den Kursen. Also von der Warte aus ist das eigentlich wird das bullische Muster sogar noch deutlicher, sodass hier eigentlich die Oberseite zu favorisieren ist. Man sollte im Hinterkopf aber behalten, dass die Stärke des Euro der EZB durchaus Kopfzerbrechen bereitet und dass die EZB sicherlich das eine oder andere versuchen wird, letztendlich den Euro ein bisschen einzubremsen. Das muss man dann eben durchaus sehen. Schauen wir mal auf den Wochenchart. Da sehen wir erstmal, dass wir hier in einem ziemlich breit angelegten Aufwärtstrendkanal liegen und zwar eigentlich schon seit Anfang 2017. Also seit dem Frühjahr geht es hier immer permanent bergauf und von der Warte aus sind wir zurzeit einfach nur in der Trendfortsetzung. Im Euro-Britischen Pfund sehen wir, dass da die Euro-Stärke nicht so zum Tragen kommt, da ist heute das britische Pfund stärker geworden. Das ist insofern, wie gesagt, überraschend, weil ja, wie gesagt, die Preise jetzt nicht den ganz großen Druck ausgewiesen haben. Und wir sind trotzdem auf 0,8840 auf die Unterstützung gefallen, nachdem wir die 0,8860 ziemlich locker durchbrochen haben. Und sie dann allerdings als Widerstand erlebt haben. Und da war die 0,8860 als Widerstand ziemlich erfolgreich, muss man sagen. Insgesamt das Bild im Stundenchart jetzt nach Ichimoku auf alle Fälle bärisch. Im Daily Chart sehen wir, dass wir dann eben bei, ja, was ist das dann? 0,8810 bis 0,88 knapp unter der Wolke so ein Doppelunterstützung haben. Die wird ziemlich wichtig werden. Der Daily Chart ist auf alle Fälle eher seitwärts gerichtet noch. Hier kann man noch nichts Bärisches erkennen, aber auf der Oberseite scheint es eben auch nicht so richtig weiterzugehen. Widerstand sicherlich so um 0,8930. Jetzt auf der Unterseite spielt vor allem die 0,8690 eine wichtige Rolle. Dann nochmal, das Cable hat sich auch weiter erholt. Nicht viel heute, aber immerhin 0,3%, aber insgesamt sieht das nach wie vor auch ziemlich bullisch aus. Wir bleiben hier über der Wolke und haben jetzt die erste Unterstützung gefunden bei 1,3740 und im Wochenchart sehen wir, damit ist das nächste Ziel 1,39 und ja, vielleicht schafft
es ja Cable seit langer Zeit, nämlich seit Mitte 2016 sogar mal wieder über die 1,40. Auf alle Fälle haben wir auch hier einen ziemlich intakten Aufwärtstrendkanal zu bieten. Und auch Tenkan und Kijun aus dem Ichimoku zeigen nach wie vor schön parallel Richtung Norden, sind auch gar nicht so weit auseinander. Also hier ist durchaus Potenzial im Chart zu erkennen. US-Dollar, japanischer Yen hat sich ein bisschen stabilisiert, kommt aber nicht wieder über die Wolke bei 111 drüber. Und von der Warte aus ist hier immer noch für die Bullen Gefahr da. Also die Bären sind noch nicht ganz geschlagen. Auf der Unterseite 110 die nächste Unterstützung. Und ja, es könnte heute ein Zeichen für eine Umkehr gewesen sein, diese lange grüne Kerze im Daily Chart. Aber wie gesagt, das müsste bestätigt werden. Wir müssen dann schon mal über die 111 drüber kommen. Wenn wir uns die 111er Linie weiterdenken, wird man genau an die Wolkenkante da kommen. Und von der Warte aus ist das schon eine wichtige Marke, über die das Paar noch drüber müsste, damit es wieder für die Bullen eine Chance geben könnte. Der japanische Yen hat übrigens, nee, Quatsch, der Nikkei hat übrigens auf die Stärke des Yens gar nicht so erschrocken reagiert. Insgesamt hält sich der Nikkei ziemlich gut und ziemlich in der Nähe der Jahreshochs bei knapp 24.000 Punkten. Australischer Dollar, US-Dollar heute nach den ordentlichen Daten aus Australien auch leicht gewonnen. Ungefähr genauso viel wie das britische Pfund, wenn ich das hier gerade sehe. Die 0,80 ist sicherlich der nächste wichtige Widerstand. Auf der Unterseite haben wir, das sehen wir hier sehr schön bei 0,7940, 0,7930 herum oder 35, eine Unterstützung, die ganz gut hält, die also scheinbar gut trägt. Und von der Warte aus könnte hier sogar ein Ausbruch über die 0,80 dann mal stattfinden. Tenkan und Kijun sind ein bisschen breit auseinander. Das hat man, glaube ich, schon am Montag mal thematisiert. Das könnte für etwas überkauft sprechen, aber insgesamt ist hier durchaus möglich, dass es hier den Ausbruch Richtung 0,8130 geben könnte. Und das, obwohl die Rohstoffe heute ein bisschen nachgegeben haben. Kupfer zum Beispiel hat sich doch von seinen Hochs weit entfernt inzwischen. Die 3,18 hält bis jetzt als Unterstützung, aber insgesamt sieht das hier jetzt gerade nicht freundlich aus. Eine wichtige Unterstützung könnte die 3,132 sein. Da ist nämlich der orangefarbene Kijun und der dürfte dann nochmal eine wichtige Unterstützung geben vor der Wolke, die dann eben auch später, wenn man die weiter verlängert, in die Zukunft hineinschaut, eben auch bei 3,132 liegt. Das dürfte also die nächste wichtige Marke werden. Palladium ist auch von seinen Hochs von 1140 ein bisschen zurückgekommen, sieht aber noch auch nicht unbedingt unfreundlich aus, auch wenn wir hier im Stundenchart erstmal unter die Wolke gefallen sind. Wichtige Unterstützung hier 1080 bis 1075 Punkte. Auf der Oberseite bildet sich aber gerade ein Widerstand bei 1111, ja, und 60 Cent. Da müssen wir drüber, dann sind wir auch wieder über der Wolke, dann könnte die Rallye durchaus auch weitergehen. Auf der Unterseite haben wir bei 1090 die erste Unterstützung. Rohöl hat sich eine Unterstützung bei 63 gebastelt, die hatten wir schon öfter mal besprochen. Auf der Oberseite kommen wir zurzeit nicht so richtig über die 64,75, 64,90 drüber weg. Ja, muss man mal schauen. Heute Abend gibt es die API-Rohöl-Daten und morgen gibt es in den USA den Erdöllagebericht der Regierung. Das könnten die nächsten Kursbestimmer sein. Im Wochenchart sehen wir, bleibt schon alles noch nach wie vor durchaus bullig. Wir können hier die 66,50 immer noch erreichen und vielleicht sogar die 70-Dollar-Marke. Gold, ja, da geht den Bullen gerade ein bisschen die Kraft aus. Es ist zurzeit eher eine Seitwärtskonsolidierung, also noch ist nicht so viel passiert. Schauen wir mal so, die Marke da bei 1300. 34, die durchaus durch den orangefarbenen Kijun und auch durch jetzt die Wolkenunterkante begründet ist, die hat es schwer zu halten. Also es kann durchaus sein, dass es hier vielleicht dann doch ein bisschen Korrektur gibt. Neben den Linien, die ich hier eingezeichnet habe bei 1326 und dann 1306, gibt es auch noch eine Unterstützung so um die 1319. Nee, das ist der. Ach, das ist. Ach so, ja, doch. Alles klar. Wir haben das Ganze jetzt hier ein bisschen auseinandergezogen, deswegen gut. Wir sehen hier jetzt ein bisschen besser, dass der Blau-Tenkan allerdings in Kijun nach
Süden gekreuzt hat wieder, nachdem er ja heute in der Nacht mal kurz nach Norden ausgebrochen ist, was eigentlich ein Kaufsignal gewesen ist. Auch hier also durchaus ein Fehlausbruch. Und zurzeit die Kreuzung jetzt nach Süden, die spricht eher dafür eben auch, dass die Korrektur durchaus zu favorisieren ist. Ethereum, ja, es ist schon wirklich irre, was die Kryptowährungen seit ein paar Tagen hier machen. Ethereum hat mittlerweile fast die Hälfte seines Wertes seit Ende letzter Woche verloren und im Daily Chart sieht das noch beeindruckender aus. Unterstützung könnte so bei 575 liegen, da ist nämlich die Wolkenunterkante. Und über auch die Bitcoins haben eine ordentliche Korrektur hingelegt, waren heute mal kurz bei 9.000 Dollar, wenn wir hier in den Daily Chart sehen, Allzeithoch bei 20.000, jetzt waren wir also schon unter 10.000, also ja, hier hat sich auch der Wert halbiert, sieht alles nicht so schön aus. Bei knapp 8.500 dürfte noch mal eine wichtige Unterstützung liegen und dann könnte es sogar bis 5.115 zurückgehen. Da hatten wir mal ein Ausbruchniveau im Herbst 2017, ist noch gar nicht so lange her. Also die Riesenposse, diese große Euphorie, die da war, die ist erstmal weg. Auch bei Ripple. Ripple war heute schon deutlich unter einem Euro wieder. Also das hat auch nicht lange gehalten. Wir waren im Hochjahr mal über 3 Dollar und inzwischen kämpfen wir wieder mit einem Dollar. Hätte ich nicht gedacht, dass Ripple so schnell wieder so zügig zurückfallen, weil ich von Ripple, wie gesagt, ja durchaus, die Technologie scheint also durchaus gefragt zu sein und interessant zu sein. Da sind also einige Möglichkeiten da, dass da Partnerschaften entstehen, letztendlich, die eben die Technologie für Transaktionen nutzen, die eben wesentlich günstiger auch als für Bitcoins beispielsweise ist. Aber das trägt eben auch zurzeit nicht so richtig. Das ist halt, ja, also sowieso die Kurse von Kryptowährungen fundamental zu erklären, ist zurzeit wirklich sehr, sehr schwer, weil es hier eben tatsächlich reine Zockerei ist. Und ja. Wer dann eben auf dem richtigen Zug mit dabei ist, kann ja nach wie vor auch reich werden. Man kann eben mittlerweile sogar mit Short-Trades durchaus reich werden. Wir sind zurzeit im Ripple einer interessanten Unterstützung bei 0,8780 und darunter könnte so, da gibt es so Linien vom Kijun und auch von der Wolke bei 0,5470. Das ist durchaus dann auch möglich. Dann wären wir allerdings schon unter der Wolke. Das ist schon irre. Ja, und wenn es dann noch weitergeht, ja, dann sind die Ripple fast nichts mehr wert. Das erscheint mir dann auch nicht richtig zu sein. Naja, in den USA ging die Berichtssaison weiter. Die Bank of America hat schwache Umsätze geliefert und Goldman Sachs war eigentlich über den Erwartungen, zumindest mal mit dem bereinigten Ergebnis. Trotzdem sind beide Aktien heute gefallen. Zu schaffen macht den Banken vor allem die Steuerreform. Die macht notwendig, dass zum Beispiel die latenten Steuern neu bewertet werden. Und ja, insgesamt hat Goldman Sachs dann, also bevor man das Ergebnis bereinigt, erst einmal einen Quartalsverlust ausgewiesen, den ersten seit 2011. Und auch die Citigroup und JP Morgan hatten ja schon gemeldet, dass die Steuerreform hohe Belastungen mit sich bringt. Na, hört, hört. Und das Lustige ist, nicht nur, dass jetzt Finanzinstitute durch die Steuerreform Probleme bekommen, nein, auch Industrieunternehmen behaupten zumindest, dass die Steuerreform ihnen erstmal richtig Geld kostet. Zum Beispiel General Motors ist so ein Unternehmen, das gesagt hat, die Steuerreform belastet uns erst einmal. Das ist auch eine interessante Botschaft. Also ja, auch das zeigt letztendlich, dass die Steuerreform nicht nur positive Seiten hat, sagen wir es mal. So, Goldman Sachs hat heute auf alle Fälle mal über 2% eingebüßt und ist damit eine interessante Marke, nämlich da aus dem Kijun auch, wo auch der Kijun die orangefarbene Linie gerade so eine waagerechte gezogen hat, nämlich bei 248 Dollar gelaufen. Würde diese brechen, dann ist wohl die nächste Unterstützung eher da, wo dann das Gap geschlossen werden könnte, nämlich an der Wolkenlinie bei 231 Dollar. Und damit schauen wir auf morgen. Heute Abend noch gibt es das Basebook, das ist sehr interessant auf alle Fälle. Das ist ja das, wo die Regionalfeds die wirtschaftliche Situation in ihren Bezirken einschätzen. Charles Evans spricht heute noch von der Chicago Fed. Und dann gibt es ja, wie gesagt, den API-Rohölbericht. Außerdem meldet
Alcoa-Quartalszahlen um 22.10 Uhr. Dann kommen wir zum Donnerstag, die Arbeitsmarktdaten morgen aus Australien und dann ist Großkampftag aus in China, das BIP, die Industrieproduktion, Bauausgaben und die Einzelhandelsumsätze. Da kann man sich schon mal richtig drauf freuen. Mal gucken, was dabei rauskommt. Industrieproduktion in Japan ist meistens ein Non-Event, aber dann gibt es Jens Weidmann von der Bundesbank. Mal schauen, wie der morgen den Euro weiter schwächt. Das ist ja eigentlich eine Aufgabe, die für ihn relativ schwierig ist, weil ja Jens Weidmann eigentlich für eine straffere Geldpolitik ist. Das wird also auch spannend. Und die OPEC bringt dann irgendwann mittags ihren Monatsbericht heraus. Und dann gibt es aus den USA vor allem den Philly Fed Herstellungsindex, der sehr interessant ist. Arbeitsmarktdaten aus Kanada. Naja, Benoit Kerr darf morgen auch noch was sagen. Der wird auch versuchen, den Euro schwach zu reden. Und Quartalsbilanzen gibt es von Morgan Stanley, American Express und von IBM. Soweit der Markt am Mittwoch. Morgen gibt es eine neue Sendung. Bis dahin, schönen Abend und morgen einen schönen Tag.